Ja, was ist heute bloß los hier am Bienenstand von nordbiene.de? Helle Aufregung am Blätterstockvolk. Hunderte, wenn nicht sogar tausende tote Bienen hier. Ein riesen Tohuwabohu. Die gesamte Vorderseite des Blätterstockes ist voller Bienen hier. Offensichtlich handelt es sich hier um einen Angriff der Räuberbienen. Das ist ja übel. Das ist ja richtig übel. Sowas habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so einen Spontanangriff von Räuberbienen schon mal überhaupt erlebt habe hier auf diese Weise. Wie gesagt, wir sehen wirklich ganz viele tote Bienen unten am Flugloch, unterhalb des Flugloches. Die Beutenwand voller Bienen, alle Bienen in heller Aufregung hier. Und es findet weiterhin ein aggressiver Angriffskrieg von Räuberbienen statt hier gegenüber diesem Blätterstockvolk hier. Und das Schlimme ist, ich weiß nicht warum. Innen sieht das Blätterstockvolk ruhig aus. Auch bei mir am Bienenstand alle Völker in Ruhe hier. Da ist überhaupt nichts. Auch bei mir hier Kellergebäude. Überall keine Bienen vorhanden, alles ruhig. Bloß hier hat ein massiver Angriff von Räuberbienen auf mein schönes Bienenvolk hier stattgefunden. Und ich weiß nicht warum. Es ist alles richtig, das Volk ist weiselrichtig, ist in Brut. Die Fütterung sollte heute beendet werden. Der letzte Futtereimer wurde heute tatsächlich abgenommen hier. Und das ist richtig übel. Warum findet hier so ein Räuberangriff statt? Wie gesagt, das Volk ist nicht gerade schwach, wie wir sehen. Das Flugloch wird gut belagert, mehr als gut belagert, wird eigentlich auch gut bewacht. Und es handelt sich hier um die wehrhafte dunkle Biene F2 norwegischer Abstammung. Von daher darf da eigentlich nichts passieren hier. Was auffällt unter den toten Bienen, da sind überproportional viele gelbe Bienen dabei, also reine Ligustica-Bienen. Und wir sehen auch vor den Fluglöchern hier hochaggressive Ligustica-Bienen, die heimischen Bienen hier angreifen, attackieren und letztendlich totstechen, um dieses Volk auszuräubern. Bisher ist ihnen das Gott sei Dank nicht gelungen und ich hoffe, das bleibt so. Ich werde nachher als einzige Maßnahme, die ich hier machen kann, den leeren Futtereimer entnehmen, das Volk verpacken, wieder zumachen natürlich, wenn es ein bisschen später heute ist am Abend, kurz vor Einbruch der Dunkelheit hier. Das geht nämlich gar nicht und ich sehe weiterhin tote Bienen, die hier weggetragen werden von irgendwelchen Aufräumkommandos. Die Bienen, die laufen teilweise die Stelze runter hier, den Stamm runter, also den Träger hier runter bis zum Erdboden, um dort die toten Bienen wegzuräumen. Auch Hornissen sehen wir hier am Stand. Das ist richtig übel. Hornissen, ganz klar, Hornissen und Wespen, vor allem Hornissen, die sich hier die ein oder andere tote Biene wegschnappen. Beste Proteinquelle natürlich, ne? Also das ist richtig übel. Und da wieder eine Hornisse. Die Hornissen werden natürlich angelockt durch die toten Bienen, jetzt hier durch den toten Bienengeruch. Und die räumen natürlich die ein oder andere Biene weg. Wie übel ist das denn, meine Lieben? Das habe ich so in dieser Form auch noch nicht erlebt. Ich habe eigentlich nichts falsch gemacht. Es ist nichts daneben gegangen. Da auch eine Hornisse direkt vorm Flugloch, die sich natürlich mal jetzt auch angelockt fühlt. Richtig übel, richtig übel. Ich kann eigentlich nichts machen. Das Bienenvolk kann man nicht wegtransportieren. Das ist hier stationär. Eigentlich ist es auch nicht notwendig. Die Bienen sind stark genug. Das Volk ist stark genug. Es wurde nicht gekleckert. Die Bienen belagern das Flugloch. Weiselrichtiges Volk. Aufgefüttert, fast aufgefüttert. Ja, eigentlich schon aufgefüttert hier. Das ist richtig übel, meine Lieben. Tja, in diesem Fall kann ich nicht sagen, der Fehler steht hinter der Beute. Kann ich einfach nicht sagen. Und ja, die Bienen sind natürlich alle ein bisschen aggressiv hier, weil dieses Volk, das ist im Verteidigungsmodus,
im ganz üblen Verteidigungsmodus. Ich wurde auch schon gestochen, nur vom Rumstehen hier ist ja ganz klar. Die Bienen versuchen sich zu wehren, haben aber keine große Chance. So, meine Lieben, ich will sehen, dass ich nachher den Futtereimer abräume hier. Ansonsten, so sieht Räuberei aus, beziehungsweise so sieht ein Räubereiversuch aus. Eine richtige Räuberei ist es ja nicht. Offensichtlich kommen die Bienen nicht in die Beute, Gott sei Dank. Aber sie versuchen es, vor allem die Ligustica-Bienen, man sieht's ganz massiv am Flugloch hier. Auch andere Räuberbienen fühlen sich angelockt natürlich, aber es finden wilde Kämpfe statt, direkt an der Beutenfront. Die toten Bienen, die fallen zu Boden hier. Das ist richtig übel. Das ist richtig übel. So, meine Lieben, ist schade, dass ich euch solche Bilder zeigen muss hier. Kommt in der Imkerei aber auch immer vor. Habt ihr eine Erklärung? Habt ihr eine Lösung? Schreibt es mir gerne in die Kommentare unterhalb dieses Videos. Und ich werde jetzt diesen Stand hier, diesen Raum verlassen, denn die Bienen sind im extremen Verteidigungsmodus und wollen mich hier natürlich auch vertreiben. Ist ja ganz klar, es ist ihr gutes Recht. Schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich wieder in etwas ruhigeren Gefilden hier bei nordbiene.de. Tschüss!